Angela Stellmacher von Extinction Rebellion. Wieso bist denn du heute hier vor dem Landhaus? Das ist ganz klar, weil die Regierung hat Sommerpause gemacht. Während die Welt gebrannt hat, während Europa gebrannt hat, hat die Regierung einfach Sommerpause gemacht. Wir waren das letzte Mal hier bei den letzten beiden Tagen und wir haben gesagt, wir kommen zurück, damit die Tunnelspinne gestoppt wird, weil das ist ein Megaprojekt, das in heutigen Zeiten, ne, wo wir jetzt gerade erst wieder den heißesten September seit den Aufzeichnungen hatten, ne, einfach absolut, ja, eine Schande wirklich ist. Das können wir nicht machen und das dürfen wir nicht machen. Deswegen sind wir heute wieder hier zum Auftakt nach der Sommerpause der Landesregierung, um klar zu zeigen, die Tunnelspinne muss ein Albtraum bleiben und darf niemals Realität werden. Ihr habt euch hier einmal mit Aktivisten direkt beim Eingang, beim Haupteingang platziert und einmal auch bei der Tiefgarageneinfahrt mit der symbolischen Tunnelspinne und dem Netz. Ganz genau, wir haben hier hinter mir, sieht man das ganz gut, haben wir tatsächlich einen realitätsgetreuen Tunnelportal mitgebracht, das in Flammen steht, weil unsere Welt brennt. Und wenn wir dieses Projekt der Tunnelspinne umsetzen, wird unsere Welt weiter brennen. Und daher sind wir dann auch an die Tiefgarage gegangen, natürlich, weil es hier um den Automobilverkehr geht, und haben eine, ja, wirklich die Visualisierung der Tunnelspinne gebracht. Sie ist riesengroß. Groß ist aus Beton und blockiert daher den Eingang der Tiefgarage. Viele sagen, hey, muss das denn sein? Müsst ihr so protestieren? Was sagt denn ihr da dazu? Das tut mir auch total leid, dass wir so protestieren, aber die Welt brennt. Wir müssen das jetzt machen. Wir haben gesehen, ich war auf so vielen Friday-Demos, das hat nichts gebracht. Die Regierungen machen einfach immer weiter. Und aus der Historie haben wir gesehen, dass ziviler Ungehorsam einfach ein wirksames Mittel ist, tatsächlich. Wenn es so dringend ist und einfach auch so wichtig ist, weil es geht um unser aller Überleben hier. Es geht um unsere Generation, es geht um künftige Generationen. Und daher sehen wir, dass wir hier vor die Regierung gehen. Wir adressieren diejenigen, die das entscheiden. Also wie hinten auf dem Banner auch zu sehen ist, eure Entscheidungen zerstören unsere Zukunft. Weil ganz viele sagen natürlich auch beispielsweise, die Straßenblockaden gehen an die Falschen, gehen an die Autofahrenden. Und wir sind eben heute hier, um ganz klar auch mal ein Zeichen zu setzen gegen die EntscheiderInnen. Damit, weil wir haben die gewählt. Wir haben gesagt, hier, ihr habt unsere Stimme, bitte macht was Gutes daraus. Wir haben die gewählt und ja, was machen sie daraus? Sie lassen unsere Zukunft weiter brennen und das ist ein Verbrechen. Wie lange habt ihr denn vor, heute hier zu bleiben? Wir werden hier bleiben, bis wir geräumt werden. Wir werden den Platz nicht verlassen, weil es geht hier um unser aller Überleben. Und das ist unfassbar wichtig. Wieso ist denn das Thema dir persönlich wichtig? Weil ich glaube, dass wir hier ein extremes Privileg haben, auf die Straße zu gehen. Es gibt viele Länder, in denen es nicht die Möglichkeit gibt oder die Menschen direkt eingesperrt werden, die auf die Straße gehen. Und wir haben hier das Privileg und sollten das damit auch nutzen, weil hier passiert Unrecht. Wir müssen das stoppen und daher gehe ich auch gerne jedes Mal wieder, bin dabei und gehe auf die Straße.